Die Explosion des globalen Antisemitismus auf FSK 93. Das letzte Mal wurde der sekundäre Antisemitismus und die in Deutschland immer wieder diskutierte Frage der Schuld am Massenmord an den europäischen Juden behandelt, die auch die Linke mehr oder weniger bewusstlos bestimmt hat. Nun kann ich das hier nicht diskutieren, ohne eine extreme Form der Antikritik gegen Antisemitismusvorwürfe zu diskutieren. Die, so die Überschrift des Zeitartikels vom 9. April 1976. Linker Antisemitismus ist unmöglich zu erwähnen. Wir haben hier wieder die These, die wir ja auch mittlerweile von Berufsrichtern kennen, wenn man an das Urteil gegen Jutta Ditfurth denkt, nämlich, dass im Grunde Antisemitismus erst an der Rampe von Auschwitz beginne. Was unterhalb eines Vernichtungsantisemitismus sich befindet, wird somit klein geredet. Und der Bonmot ist ja auch bekannt, was dann noch als Antisemitismus übrig bleibt. Antisemitismus ist, wenn man die Juden noch weniger mag, als es normal ist. Der Artikel von Gerhard Zwerens beginnt mit dem Titel eines Kinderspiels. Ich weiß, was du nicht weißt. Zwerens hatte einen Roman geschrieben, Die Erde ist so unbewohnbar wie der Mond. Der spielt in Frankfurt und enthält viele Anspielungen. Beispielsweise Hans-Jürgen Krahl wird zum einäugigen Revolutionär gemacht, wobei allerdings genutzt wird, dass dieser tatsächlich nur ein intaktes Auge hatte. Aber interessieren soll uns aber hier mehr, dass Rainer Werner Fassbinder seine Rache gegen Deutschland nach dem Text des Romans formuliert hatte. Und das Theaterstück hieß dann Die Stadt, der Müll und der Tod. Nun wurde erst 1985 das Stück versucht aufzuführen. Die Bühne wurde besetzt und Zuschauer grölten, kommen Sie doch nicht immer wieder mit Ihrem Auschwitz! Günter Rühle, der Theaterleiter, hatte seine Entscheidung, das Stück aufzuführen, so Henrik Broder, damit begründet und gerechtfertigt, jetzt folgt im Buch eine geschwärzte Stelle, und man müsse zur Normalität im deutschen-jüdischen Verhältnis zurückkehren. Weitere geschwärzte Stelle. Ich weiß nicht, ob in späteren Auflagen als der vom August 1986 die Schwärzung dann irgendwann mal zurückgenommen werden, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Fassbinder hat das vorausgeplant und die Leute sind durchgefallen. Fassbinder war kein Antisemit, das Stück an sich auch nicht, aber da Antisemiten vorkamen, wie der Hans Gluck, dem die Aussage in den Mund gelegt wurde, und schuld ist der Jud, weil er uns schuldig macht, denn er ist da. Wäre er geblieben, wo er herkam, und hätten sie ihn vergast, ich könnte besser schlafen. Sie haben ihn vergessen, ihn zu vergasen. Konnte das deutsch-jüdische Patientenkollektiv in das Stück integriert werden und es kam dann sowas wie ein antisemitisches Gemälde heraus, das nicht von dem Autoren, sondern mehr noch dem Publikum und dessen Kritikern sich verdankt. Die Wut der Täter auf die Opfer kam in aller Deutlichkeit in der Figur des Hans Gluck heraus. Und die Deutschen erkannten sich darin wieder, denn sie meinten, es reicht aus, sich von Auschwitz zu distanzieren und dann ist Ruhe im Karton. Eine Figur, die im Stück vorkam, wurde zum Kontrastbild für die Freisprechung vom Antisemitismus. Und noch 30 Jahre später meinten sogar deutsche Gerichte, dass man niemand unterhalb von Auschwitz glühenden Antisemiten nennen darf. Nun zurück zum Artikel, der ja 20 Jahre vorher schon entstanden war und noch in einer naiven Weise die Figur des reichen Juden, eine Anspielung auf Ignaz Bubis, verteidigt, der und auch anders als Fassbinder nicht einmal begreift, was damit ausgelöst wird. Wenn man Bauspekulation, die mit Juden gar nichts zu tun hat, oder nicht mehr, als es dabei hin und wieder auch mal einen Juden gibt, zu tun hat. Otto Glagau hatte das ja bereits vorgemacht in seinem Gründungsschwindel, wo ausschließlich bei Juden hervorgehoben wurde, dass sie das sind, was sie sind, nämlich Juden.
Die Mehrheit der wohl Christen wird nicht als Christen erwähnt. Wir hatten das ja schon thematisiert und auch Wilhelm Marr identifizierte das Judentum mit dem kapitalistischen Manchestertum. Nun zu dem Aufsatz von Swerens, den wir mal als Paradigma für die ganzen Ausreden, die später kamen, nehmen können. Er schreibt, ein Stück, das nicht aufgeführt wurde und dessen Text nicht mehr erhältlich ist, ein Film, der nicht produziert werden soll, endlich ein Roman, der 1973 erschienen ist, rufen den Vorwurf des Antisemitismus hervor. Ort der Handlung ist jeweils Frankfurt. Man polemisiert aber nur gegen die literarischen Texte, nicht gegen die zugrunde liegenden Realien. Wohl. In Frankfurt trieb die Bauspekulation ihre giftigsten Blüten. Wer das kritisiert und den jüdischen oder israelischen Anteil daran unerwähnt ließe, machte sich unglaubwürdig. Wer nicht unglaubwürdig werden will, wird vom CSU-Medienexperten Purzer, vom FAZ-Mitherausgeber Fest und vom Frankfurter SPD-Oberbürgermeister Rudi Arndt des linken Antisemitismus bezichtigt. In diesem Kontext wurde ja tatsächlich der linke Antisemitismus zwar nicht zuerst, aber nach 1945 zuerst wieder zum Thema gemacht. Auch ist hier schon von Israel die Rede, so als ob Jerusalem Frankfurt sei. Antisemitismusvorwürfe sollen, hierauf kommt es an, schlimmer sein als der Antisemitismus. Allerdings muss man sich den Antisemitismus dann auch folgendermaßen zurechtbiegen. Wieder ein Zitat. Der Antisemitismus war und ist rechts, national, biologistisch, rassistisch. Die Juden werden als mindere Rasse diskriminiert, kriminalisiert, verfolgt, bestraft, vernichtet. Man verbot den Juden die meisten Berufe und trieb sie ins Geldgeschäft. Die Nazis dann lenkten den Unmut des Volkes vom Kapital ab und auf die Juden hin. Das nationale deutsche Kapital stempelte die Juden zu Sündenbocken, so ließ es sich leicht avisieren. Dann sind, Gott sei Dank, doch die Antisemiten des Mittelalters und früherer Neuzeit am Antisemitismus schuld. Allerdings kann man auch mit Wahrheiten lügen. Natürlich haben die Ressentiments gegen Juden auch damit zu tun, dass die Juden in die Zirkulationssphäre verbannt wurden, wie unter anderem auch Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung schrieben. Das ist ja nun auch nur eine Bedingung, nicht mal eine notwendige, auch nicht ein zureichender Grund. Nun erklärte Swerens einen linken Antisemitismus vorab schon für unmöglich, bevor die Wirklichkeit betrachtet wird. Wenn also in Polemiken Juden vorkommen und das auch noch an vorderster Stelle, wie einst bei Glagow und Marr, dann sind sie gar nicht als Juden gemeint, sondern als Kapitalisten. Hitler hätte gesagt, raffendes Kapital. Durch solche Personalisierung des Kapitalismus zum Juden sollte man gar nicht erst denken, dann hat man schon die ganze Kapitalismuskritik von Marx verraten und das kommt noch dazu, man macht es dann ja auch Kritiker des Sozialismus, Kommunismus leicht, jede Kapitalismuskritik abzuwehren. Und so ist dann das folgende mehr ein Wunschtraum als Realität. Weil man um das Ansehen der Linken bangt, soll das, was nicht sein darf, auch nicht einmal denkbar sein. Wie das wäre. Ein linker Antisemitismus ist unmöglich. Linke Kritik kann nicht rassistisch, biologistisch, nationalistisch argumentieren. Wo sie, wie in Frankfurt, auf Juden oder Israelis trifft, geht das nicht gegen die Juden, sondern gegen verfehlte und unmenschliche Baupolitik. Getroffen wird die falsche deutsche Politik. Heinz Galinski, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, sollte nicht Fassbinder rügen, wie er vor 3 Jahren mich rügte, sondern diejenigen, die den literarischen Figuren die Vorlage geradezu aufdrängten. Wenn von 10 wichtigen Maklern in Frankfurt 8 jüdischer Herkunft sind, kann ich nicht nur über einen Perser schreiben, den es auch gibt. Der kritische Realismus ist unschuldig an seinen Gegenständen. Ebenso wie die jüngere Generation der Deutschen unschuldig am Dritten Reich sind. Fassbinder und den jüngeren Deutschen irgendwelche Schuld am Antisemitismus aufzuheißen, ist irrsinnig. Fassbinder hat man das zumeist ja auch gar nicht vorgeworfen, zumal ja, was er seinen Figuren in den Mund legt, nicht ihm zugeschrieben werden kann. Und der eigentliche Skandal kam ja auch erst 2 Jahrzehnte später.
Man sieht hier ja auch, welche Rolle Geschichte spielen muss. Antisemiten können auf das notorisch schlechte Gedächtnis, besonders in Deutschland, sich gut verlassen. Rationalisierungen werden bei solcher Apologetik, wie zu erwarten, auch begangen, mit Richtigen Falsches verteidigt. Dass Fassbinder den Antisemitismus damit zum Thema machen wollte, nicht ihn fördern, ist klar. Die Frage ist aber, ob das dann auch wirklich gelingt oder ob es in Deutschland gelingen kann. Zwar ist dann das Publikum durchgefallen, aber da ist wohl Naivität nicht angebracht. Wie man sich entschuldigen kann, kann man hier ja auch lernen. Also wie man sich entschulden kann, kann man hier auch lernen. Gut gemeint ist zwischen falsch und richtig ein dritter Wahrheitswert. Und wenn Frau Domin die Reaktion mitbekommen hat, ohne den Roman gelesen zu haben, und feststellt, dass Antisemitismus als Mittel nicht die Wirkung hat, die ein Autor erwartet, so wäre es ja mehr angebracht, auf solche Mittel zu verzichten, statt zu monieren, dass sie das Übrige nicht kenne. Das tut er dann auch an dieser Stelle. Zur ästhetischen Seite. In der Zeit teilte die von mir hochgeschätzte Lyrikerin Hilde Domin mit, sie habe bei Erscheinen meines Romans »Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond« ihr Befremden gegen die Dosis Judenhetze geäußert. Leider vergaß Hilde Domin zu erwähnen, dass sie bei dem Telefonat auf meine Fragen hin zugeben musste, mein Buch gar nicht gelesen zu haben. Ähnlich werden die meisten Angriffe gefahren in Unkenntnis der Fakten und Texte. Marcel Reich-Ranitzky recherchierte bei mir fernmündlich den Fall Fassbinder. Er kundigte sich auch nach dem Filmdrehbuch, schreckte angesichts der 365 Seiten zurück. So griff dann sein Chef fest nur das Fassbinder-Stück an. Man hätte nach aufmerksamer Lektüre differenzierter argumentieren müssen. Da druckt die FAZ lieber ein paar Fassbinder-Zitate ab, die kurzum antisemitisch erscheinen sollten und mussten. Ich erbiete mich, den gleichen Antisemitismus durch Zitatauswahl einem unserer meistgelesenen Schriftsteller zu entnehmen. Dennoch halte ich diesen Autor, ich meine Simmel, nicht für einen Antisemiten. Auch ist, was die Figur eines Buches sagt, nicht der Meinung des Verfassers gleichzusetzen. Will ein Nazi Juden vergasen, will das noch nicht der Autor, der den Nazi schildert. Sowas lernt man schon in der literarischen Klippschule. Warum wird desgleichen jetzt so bemüht verdrängt? Gut, dass Wehrens es gelernt hat. Nur den Antisemitismus versteht er eben gerade nicht. Er neigt dazu, ihn als Rassenproblem umzuformulieren und ob jemand Jude ist, für unwichtig zu erklären. Allerdings war das doch gerade in der Zeit, mit der er nicht in Verbindung gebracht werden will, eine Frage um Leben und Tod. Und mehr noch, mit welcher Grausamkeit er umgebracht werden soll. Für Rationalisten gibt es keine Judenfrage als Rasseproblem. Es gibt arme und reiche, linke und rechte Juden. Für mich ist nicht wichtig, ob einer Jude ist, wohl aber, ob er rechts oder links steht, also die Gewalt stärkt oder mindert, die Emanzipation der Unterdrückten hindert oder fördert. Befremdlich allein ist dabei, wie schnell auch jüdische Mitbürger bereit sind, den Linken Schuld aufzubürden. Sie sollten sich erinnern, bevor die deutsche Rechte Juden ermordete, ermordete sie Sozialisten und Kommunisten. Warum wohl? Damals existierte die DDR noch, mit der schon diskutierten Dimitrov-Formel, die den Faschismus, nicht einmal vom Nationalsozialismus differenziert, ausschließlich einer besonderen Kapitalfraktion zuschrieb, um der Arbeiterklasse und seine Funktionäre die kollektive Unschuld zuzuschreiben. So ist der Arbeiter natürlich fein raus und natürlich auch die Funktionäre. Aber 10 Jahre vorher war das noch anders, als sich Israel im Juni 1967 zu einem präventiven Verteidigungsschlag erhob, weil die arabischen Anrainerstaaten ihre Eskalationsstrategie zuspitzten, gab es auch in der Linken eine überragende Sympathie. Insbesondere die Sympathie, die die aggressive Rhetorik, die an den eliminatorischen Antisemitismus der Nazis erinnerte, wie zum Beispiel Ahmed Shikeri durch die Drohung, die Juden ins Meer zu treiben, auslöste, verdankte sich Reminiszenzen an die Nazis. Israel setzte sich aber in 6 Tagen gegen die feindlichen Angreifer, gegen eine quantitative Übermacht der Araber durch
und löste auch in bürgerlichen Kreisen Sympathie aus. Die Israel-Begeistertheit löste allerdings bei der Studentenbewegung wiederum einen dummerhaften Reflex aus. Wenn Axel Springer für Israel ist, können wir nur dagegen sein. Und es fing auch auf der Seite der Linken an imperialistischer Rhetorik ein, die den jüdischen Pionierstaat als Brückenkopf des US-Imperialismus umdeutete. Der SDS hatte innerhalb knapp eines halben Jahres einen unerbittlichen antizionistischen Kurswechsel vollzogen. Das Ergebnis der Studentenorganisation, die traditionalistische moskauhörige und antiautoritäre Strömung umfasste, übernahm die folgende antisemitische Diktion. Zionistische Kolonialisierung Palästinas hieß und heißt bis heute Vertreibung und Unterdrückung der dort lebenden, eingeborenen arabischen Bevölkerung durch eine privilegierte Siedlerschicht. Noch heute wird ja immer von Siedlern gesprochen, selbst dann, wo es gar keine sind. Die PLO präsentierte sich zu dieser Zeit als eine globale sozialrevolutionäre Befreiungsbewegung, die ja auch seit 1967 Pop war. Die Weigerung, das, was sie selbst forderten, ein Heimat- und Selbstbestimmungsrecht, Israel zu verweigern, störte die damalige Linke noch nicht, außer wenige Ausnahmen. Stattdessen wurde eine mythische Aura der PLO stilisiert. Die linke Publizistik zeichnete ein Bild der Palästinenser, das sich mit den heroischen Selbststilisierungen von PLO und Anhängern der Fatah deckte. Ende Juli 1968 reisten mehr als 10 führende Mitglieder des SDS nach Jordanien. Wir können heute ja spotten, sie reisten in einen Staat, den man rechtens als Apartheidstaat bezeichnen könnte, denn die Palästinenser wurden da ja nun schon länger wirklich als Underdogs behandelt. Daran kann man ja auch erkennen, dass in Wahrheit die Palästinenser ihnen genauso wurscht waren, wie das heute der Fall ist, wenn Palästinenser Opfer des Terrors von muslimischen Gruppen werden und zu lebenden Schutzschildern gemacht werden. Die Studentenbewegung war ja nun wirklich alles andere als revolutionär, außer in den feuchten Träumen, aber das Konzept des Volksbefreiungskrieges hatte damals die Fatah zum Ideal und Hoffnung der antiimperialistischen Sehnsüchte werden lassen. Der Mitgliederservice des SDS hatte ja dann auch die Al-Fatah-Militärkommuniqués zu erfolgreichen Terroraktionen übersetzt und es wurden Kontakte gepflegt zum sogenannten palästinensischen Widerstand. An einer PLO-Konferenz nahmen SDS-Mitglieder teil, unter anderem auch solche, die später vom eigenen Antisemitismus sich distanzierten, unter anderem auch der spätere Turnschuhminister Joschka Fischer. An die historischen Voraussetzungen des Zionismus, nämlich eines globalen Antisemitismus unter Amalgierung mit der Shoah, wollten die SDS-Aktivisten nicht erinnert werden. Zu sehr schwirrte der antiimperialistische Mythos in den Köpfen. Bis zur Selbstauflösung des SDS im Jahre 1970 jedenfalls wurden schon antisemitische Bruchstücke bei der Linken virulent. Vorher, im Februar 1970 aber, ließ der Frankfurter SDS verlauten, der Besuch Abba Eberns, der als Vertreter eines rassistischen Staates in die Bundesrepublik reist, muss zu einer Demonstration und zum Protest gegen den zionistischen, ökonomisch und politisch parasitären Staat Israel und seine imperialistische Funktion im Nahen Osten werden. Nieder mit dem chauvinistischen und rassistischen Staatengebilde Israel. Das war in einem Flugblatt unterzeichnet von der GUPS, also General Union palästinensischer Studenten. Palästina-Komitees übten sich in der Glorifizierung und erhoben Palästinenser zu Heldenfiguren. 1969, in der Nacht zum 10. November 1969, wollten diese Revolutionsromantiker nun ernst machen und, wie es im Jargon heißt, und griffen jüdische Einrichtungen an.
Da kann ich nur spotten, ganz wie ihre Eltern. Aber in der Propaganda übten sie sich in Verdrehung und Verkehrung. Sie nannten sich ausgerechnet Schwarze Ratten, Tupa Marus West-Berlin, und erklärten im Bekennerschreiben: Am 31. Jahrestag der faschistischen Kristallnacht wurden in West-Berlin mehrere jüdische Mahnmale mit Shalom und Napalm und El Fatah beschmiert. Im jüdischen Gemeindehaus wurde eine Brandbombe deponiert. Beide Aktionen sind nicht mehr als rechtsradikale Auswüchse zu diffamieren, sondern sind ein entscheidendes Bindeglied internationaler Solidarität. Der wahre Antifaschismus ist die klare und einfache Solidarisierung mit den Kämpfenden für Dajin. Jede Feierstunde in West-Berlin und in der BRD unterschlägt, dass die Kristallnacht von 1938 heute tagtäglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Kritik an so einem Unfug gab es nur selten, auch unter antizionistischen Gruppen. Im Sommer 1969 gab es dann im Apartheidstaat Jordanien im palästinensischen Lager eine militärische Grundausbildung. Hieraus ging dann ja auch die sogenannte Rote Armee-Fraktion, heute spottet man Rote Armee-Fiktion, hervor. Und es wurde auch in der BRD und West-Berlin blutiger Ernst gemacht. Über 20 Mitglieder der RAF, Bader, Meinhof und Mahler waren darunter, reisten über Beirut nach Amman ein, um im Ausbildungslager der Al-Fatah vom palästinensischen Kämpfern eingewiesen zu werden. Hierbei entstanden allerdings interne Streitigkeiten. Manche wachten da ja angesichts des Terrors auf und die militärische Ausbildung wurde abgebrochen, nachdem genug für den bundesrepublikanischen Hausgebrauch gelernt ward. Die Verbindungen mit den Palästinensern blieben allerdings trotz Eklats in Jordanien auch weiterhin bestehen. Noch in Haft hatten Meinhof und Mahler allerdings die Angriffe auf israelische Sportler bei der Münchner Olympiade als mutiges Kommando gegen zionistische Soldaten verherrlicht. Zahlmeister solcher Aktionen war übrigens der Auschwitz-Leugner Muhammad Abbas, der heute die Autonomiegebiete anführt. Nun hatten wir 1976, Linke können ja gar nicht antisemitisch sein, damit hatten wir angefangen, und im selben Jahr wird das schlagend widerlegt, als ein deutsch-palästinensisches Kommando, das sich aus revolutionären Zellen, Bewegung 2. Juni und die PFLP, also Popular Front of the Liberation of Palestine, sich zusammensetzte, ein französisches Passagierflugzeug entführt und nach Entebbe in Uganda umgeleitet. Und schon besann sie sich auf die gute alte deutsche Tradition, wo die Selektion von jüdischen und nichtjüdischen Menschen ja üblich ist. Wilfried Böse organisierte diese Selektion. Nun, so mancher Linker wachte auch schon damals angesichts solcher Vorfälle immerhin auf. Die Affinität von rechter und linker Gewalt war ja nun allzu offenkundig. Zu dieser Zeit begann nun etwas, was das Ende eines Monopols des Antizionismus in der Linken einläutete. Selbst die PLO bangte um ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. Nun sind wir im Sommer des Jahres 1982, wo die israelische Armee in den Libanon einmarschierte, um die PLO-Basen dort zu zerstören. Endlich, so freute sich die antiimperialistische Linke, können wir eine Synthese von Antisemitismus und Antifaschismus bilden. Es begann eine Phase von Tabubrüchen, die die Rechte in Deutschland zu der Zeit kaum gewagt hätte. Auch in der Taz, nicht nur in Flugblättern, fing man nun an, antisemitisch über die Stränge zu schlagen. Die Palästinenser wurden zu den neuen Juden erklärt, die israelischen Soldaten mit den Nazis verglichen. Das ging in Deutschland so weit, dass der Libanon-Krieg in der Diskussion kaum noch vorkam, sondern Israel ein umgekehrter Holocaust vorgeworfen wurde
und von Endlösung der Palästinenserfrage gesprochen wurde. KZs waren in Israel oder wo israelische Soldaten sich befanden, allerdings überhaupt nicht zu sehen. Und von der Waffentechnologie her wäre es ja eine Kleinigkeit gewesen, eine ganze Bevölkerung auszulöschen. Das passierte aber nicht. Klügere Linke hatten nun von solcher, eher zum Nationalsozialismus passende Weltanschauung die Schnauze voll und fingen an, solchem Erlösungsantisemitismus den Krieg zu erklären. Die Doppeldeutigkeit von Erklären in diesem Zusammenhang verwende ich absichtlich, denn hier wird auch etwas erklärt, was erklärungsbedürftig ist. Und für mich war es damals ein Schlüsseltext für meine politische Sozialisation, was Wolfgang Port am Ort des Übels in dem Fall der Taz schreiben konnte. Entlastung für Auschwitz, Palästina, Israel und die Deutschen. Die Juden in Deutschland sind tot, vernichtet und es gibt sie nicht mehr. Dennoch gerät man hier leicht in den Verdacht, einer zu sein. Zwar wird dieser Verdacht noch nicht ausgesprochen, aber er ist in sonderbaren Verknüpfungen enthalten, die ohne ihn nicht zu erklären sind. Man rechtfertigt zum Beispiel Begins klares und entschiedenes Urteil über den westdeutschen Bundeskanzler als politisch-moralische Person und wird dann prompt aufgefordert, sich vom Zionismus zu distanzieren, als schlösse die Zustimmung zu einem wahren Urteil über den Bundeskanzler dann, wenn es von einem israelischen Ministerpräsidenten gesprochen wurde, auch die Verpflichtung ein, sich über den Zionismus eine Meinung gebildet zu haben und in Fragen israelischer Politik kompetent zu sein. Weil zwischen beidem aber nicht der geringste sachliche oder logische Zusammenhang besteht, muss die Aufforderung, man solle sich zum Zionismus äußern, auf der Vermutung gründen, ein solcher Zusammenhang sei durch die Person gegeben. Wer Begin gegen die beleidigende Volksgemeinschaft in Schutz nimmt, muss ein Jude sein. Als solcher hat er die Pflicht zu beweisen, dass er ein guter Jude ist. Das heißt, er muss sich vom Zionismus distanzieren. Die Bitte, den Arier-Nachweis vorzuzeigen, schwingt verstohlen auch in der bei allen linken und alternativen Versammlungen und Diskussionen mittlerweile üblichen Standardfrage mit, wer er denn eigentlich sei. Die Frage ist leicht zu beantworten, ganz ohne Ahnenforschung. So sicher, wie man kein Jude im Sinne von vor 1933 ist, denn diese Juden existieren nicht mehr, so sicher ist man einer im Sinne von nach 1933. Man hat nämlich damals den Begriff Halbjude eingeführt, ein Begriff, der nach weiterer Differenzierung verlangt, und je weiter diese Differenzierung getrieben wird, desto größer wird auch die Anzahl der Juden. Spätestens beim Promillejuden ist dann aus Gründen statistischer Gesetzmäßigkeit wohl jeder dabei. Stets folgert aus dem Ideal absoluter Reinheit die deprimierende Diagnose, Totalverseuchung, Totalvernichtung inklusive der eigenen Bevölkerung war konsequenterweise die Therapie. Wenn also nach Auschwitz die Juden alle und niemand sind, gegen wen richtet sich dann der Antisemitismus in Deutschland? Er richtet sich nicht gegen jene Deutschen, die beträchtlichen inszenatorischen Aufwand betreiben müssen, um als Juden zu gelten, sondern er richtet sich gegen Israel. Und die Rehabilitierung Deutschlands als Nation ist sein Zweck. Weil gerade die Linken hier weder den Nationalsozialismus noch Auschwitz begriffen haben, weil sie ersteren mit einem besonders tyrannischen Regime und letzteren mit einem besonders grausamen Blutbad verwechseln, deshalb haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben, das Unrecht, welche sie anderswo entdecken, könne Deutschland entlasten. Wenn sich die deutsche Vergangenheit schon nicht verteidigen und rechtfertigen lässt, dann soll wenigstens niemand besser sein und schon gar nicht die Juden. Die Annahme, der Zionismus könne diesem Nachweis dienen, hat ihn für die westdeutsche Linke so außerordentlich und weit über das Maß seiner realen Bedeutung hinaus interessant gemacht. 300 von der südafrikanischen Polizei in Soweto erschossene Schüler kümmern niemanden. 3 erschossene Schüler in Hebron machen die westdeutsche Linke vor Empörung fassungslos.
Die Unterdrückung und Verfolgung der Palästinenser durch Israel wird so genau beobachtet und so leidenschaftlich angeprangert, weil sie beweisen soll, es gibt keinen Unterschied. So merkt die westdeutsche Linke nicht, dass ihr der Unterschied zwischen Deutschland und den anderen Nationen mit jedem Versuch, ihn zu verwischen und zu tilgen, nur umso kolossaler entgegentritt. Gewiss werden die Palästinenser von Israel unterdrückt, in Einzelfällen gefoltert. Dies aber unter Bedingungen, unter denen es in Deutschland längst keine parlamentarische Demokratie, keine Opposition und keine bürgerlichen Freiheitsrechte mehr gäbe. Ob im Recht oder Unrecht, jedenfalls sind die Palästinenser für Israel eine reale Bedrohung. Hier aber hat eine fiktive Bedrohung genügt, um die ganze Bevölkerung in ein Volk von Häschern und Denunzianten zu verwandeln, damals, als man in Stammheim drei Leichen fand, und keiner der tapferen Wortführer gegen Israel hat den Mut gehabt, nach der Todesursache zu fragen. Das Unrecht überall auf der Welt zu verurteilen, ist das Recht auch der Deutschen. Moralische Empörung aber ist hier stets mit einer guten Portion Heuchelei vermischt. Empörung setzt voraus, dass man sich wundert, dass man die Dinge, die geschehen, für unglaublich hält. Viel weniger aber noch als anderswo kann es in Deutschland wundern, dass Israel seinen erklärten Gegner blutig unterdrückt. Die einzige Frage, die hier Rätsel aufgeben kann, lautet, warum waren die Machthaber in Israel so zimperlich? Warum sorgte Israel nicht dafür, dass militante Schülerdemonstrationen in Hebron oder Ramallah nicht mehr stattfinden können? Oder ist denn, anders gefragt, auch nur ein Fall bekannt, wo Juden nach 1933 in Deutschland der Polizei eine Straßenschlacht geliefert hätten? Hat es Unruhe und Aufruhr unter denen gegeben, die in Sammellagern auf ihre Deportation warten mussten? Gab es blutige Kämpfe und Schießereien wie in Ramallah oder Hebron, die das Interesse der Weltöffentlichkeit auf sich lenkten? Man kennt die Antwort. Und damit kennt man den Unterschied. Überall auf der Welt und zu allen Zeiten wurden Menschen umgebracht. Hier aber hat ein namenloses Grauen lebendige Menschen in bewegliche Tote verwandelt. Gestorben waren sie schon, bevor sie in die Lager kamen. Dort sind sie nur noch vernichtet worden. An deutschen Vernichtungslagern und nirgends sonst findet der Begriff Genozid seine Bestimmung. Als planmäßiger, systematisch betriebener, kontinuierlicher Mord an Millionen Menschen, mit welchem sich kein anderer Zweck und keine andere Absicht verbindet als bloß die der Vernichtung. Wenn nun im dritten Nahostkrieg, Mitte Juni 1982, die westdeutsche Linke und allen voran die Taz von Völkermord, Holocaust und Vernichtung spricht und die Operation der israelischen Armee damit meint, dann ist mit dieser verlogenen Zweckpropaganda weder den bedrohten Palästinensern geholfen, noch erleidet die israelische Armee den redlich verdienten Schaden, sondern der einzige Nutznießer sind deutsche Nationalgefühle. Im Lichte israelischer Untaten besehen verliert, so muss es den regelmäßigen Taz-Leser scheinen, Auschwitz sowohl seine Einmaligkeit als auch seine Schrecklichkeit. Und der Verdacht muss keimen, so außergewöhnlich völkermörderisch wie die Israelis nun sind, war Auschwitz vielleicht nur ein kleiner Fehler. Zu nahe liegt dieser Gedanke, dass ein Taz-Kommentator namens Reinhard Hesse die Ungeheuerlichkeit fertig bringt, ihn in seine Argumentation einzuflechten, indem er ihn dementiert. Diese schreckliche Vergangenheit, gemeint ist die NS-Zeit, noch gegenwärtig musste und muss mit aller Entschiedenheit den Deutschen entgegengetreten werden, die bei israelischen Angriffen auf arabische Nachbarn mit dem Kommentar zur Stelle waren, die hat man zu vergasen vergessen. So konnte man 82 schreiben. Von einer Linken, die solche Entschiedenheit eigens bekräftigen muss, weil ihr die Selbstverständlichkeit abhanden kam, dass man den zitierten Deutschen nicht entgegentreten, sondern dass man sie kräftig treten muss, hat Israel nicht zu befürchten und haben die Palästinenser nicht zu erwarten, auch keine propagandistische oder moralische Unterstützung. In Relation gesetzt zu Begriffen wie Vernichtung oder Völkermord, mit denen die Operationen der israelischen Armee im Libanon von der westdeutschen Linken benannt werden, nehmen diese in der Tat mörderische Operationen sich eher niedlich und harmlos aus. Unter die Völkermorde subsumiert, kann der Libanonkrieg nur als Kavaliersdelikt betrachtet werden. Selbst wenn dieser Krieg 10.000 Zivilisten das Leben gekostet hat,
Um solche Bagatellfälle in der deutschen Geschichte zu finden, muss man weit zurückgreifen in die Vergangenheit, in die gute alte Zeit, als der Führer noch Kaiser Wilhelm hieß und deutsche Schutztruppen 10.000 Hereros in Südwestafrika in die Wüste trieben, sie einkesselten und dort verdursten ließen. Was die Palästinenser für die westdeutsche Linke so sympathisch macht, was ihr erlaubt, sich mit den Palästinensern zu identifizieren, ist die Annahme, die Palästinenser führten eigentlich einen Stellvertreterkrieg für genuin deutsche Wünsche, Vorstellungen und Ideale. Für völkische Einheit und nationale Selbstbestimmung auf heimatlicher Scholle. Die Palästinenser firmieren gewissermaßen als der große militante Heimatvertriebenenverband, den die Westdeutschen gerade jetzt gern hätten, den sie sich aber nicht leisten können. Die westdeutsche Linke vergisst in ihrer Begeisterung für die Palästinenser, dass auch Israel sich als großer militärer Heimatvertriebenenverband versteht. Sie vergisst weiter, dass aus ihrer Parteinahme für die Palästinenser logisch nur folgert, dass Palästinenser und Israelis gleiche Rechte besitzen, dass zwischen gleichen Rechten die Gewalt entscheidet und dass Israel über die bessere Armee verfügt. Den Kampf für völkische Einheit und nationale Selbstbestimmung auf heimatlicher Scholle, zu welchem auch die westdeutsche Linke die Palästinenser ermutigt hat, kann deshalb, weil dieser Kampf ein bloßer Machtkampf ist, unter den gegebenen Voraussetzungen nur Israel gewinnen. Weil der Antisemitismus aber will oder nicht, es stets mit den Mächtigen hält, kann er Israel, welches kein jüdischer Staat, eine Contradictio in adjecto, sondern ein Staat ist, nicht schaden. Schaden kann er nur den Ohnmächtigen, den Staatenlosen, den Flüchtlingen, zu denen auch jene Palästinenser zählen, die jetzt verbluten. Unter den mörderischen Schlägen der israelischen Armee zwar, aber auch unter den anführenden Rufen ihrer verantwortungslosen Führer. Kampf bis zum letzten Mann. Und unter dem heuchlerischen Wehgeschrei ihrer falschen Freunde, nicht nur in den arabischen Ländern, welche den Streit schürten, ohne im Ernst den Palästinensern helfen zu können, ohne es auch nur zu wollen. Denn außer den Palästinensern selber kann niemand wirklich Interesse daran haben an einem zweiten Israel im Nahen Osten, nach den Erfahrungen, die man mit dem ersten Israel machte und die sich jetzt aufs Deprimierendste bestätigen. Wenn Menschen sich als Volk zusammenrotten und einen eigenen Staat bekommen, sind alle humanitären Traditionen und ist die ganze Leidensgeschichte vergessen. Als Patrioten fügen sie anderen zu, was sie erlitten, als sie als vaterlandslose Gesellen galten. Kein Grund zur Annahme, die Palästinenser würden sich, wenn sie Erfolg hätten, anders verhalten als die Israelis. Kein Grund, freilich auch, von den Palästinensern zu erwarten oder zu verlangen, aus den Bombardements ihrer Flüchtlingslager durch die israelischen Luftwaffe eine andere Lehre zu ziehen, als jene Juden, die Israel gründeten. Dass man vertreiben und verfolgen muss, will man nicht zu den Verfolgten und Vertriebenen zählen. Ja, das ist jetzt nun 30 Jahre her, fast, also über 30 Jahre her, was Port da formulierte. Einige Sachen muss man heute wohl problematisieren, aber vom Fazit her ist das ja nun richtig. Zu der Zeit fingen auch andere an, aufzuwachen. Port konnte das nur besser formulieren und hatte es auch besser durchdacht, nicht unabhängig von anderen. In dem Frankfurter Ableger in Lüneburg gab es die kritische Kaderschmiede, bei der auch andere wie Eike Geisel ihr kritisches Denkvermögen an Adorno und anderen Frankfurtern schulten und damals noch pädagogische Hochschule war. Und da, wo auch Port den Studenten Soziologie beibrachte. Aber auch Joschka Fischer sprach davon, dass die Linke aufhören solle, palästinensischer als die PLO zu sein, wenn auch das noch mit einer falschen Äquidistanz verbunden war und nur eine weichgespülte Solidarisierung mit Israel war. Mitte der 80er Jahre hätten ja die Linken, die doch allzu solidarisch mit den Palästinensern sein wollten, aufwachen können, als Syrien genau das praktizierte, was man doch immer Israel vorwerfen wollte. Gemeinsam mit rivalisierenden Gruppen der Palästinenser und den schiitischen Amal-Milizen wurden die Bastionen der PLO mit Massakern bedacht. Obwohl ja nun diese Sachverhalte an die Öffentlichkeit kamen, blieb die ach so beliebte Betroffenheit und erst recht Solidarität mit den Palästinensern nur nicht gegen Israel, sondern gegen muslimische Gruppen aus. Obwohl die Massaker alles, was man Israel unterstellen wollte, in den Schatten stellten. Immerhin berichtete die Taz,
Vermutlich liegt die Zahl der Opfer im Lagerkrieg heute höher als während des Massakers in Sabra und Shatila, das phalangistische Milizen unter den Augen der israelischen Soldaten im September 1982 verübten. Das genaue Ausmaß der syrischen Verwicklung im Lagerkrieg wird wohl nie geklärt werden. Denn anders als im Falle Israels 1982 wird es in Damaskus keine Untersuchungskommission über die Rolle Syriens geben. Das war also 1985. Mit der Selbstreflexion war das nur nicht allzu weit her. Noch 15 Jahre später erschienen nun Bücher darüber, wobei eines immerhin schon mal ein guter Anfang war: Furchtbare Antisemiten, ehrbare Antizionisten, über Israel und die linksdeutsche Ideologie, damals beim Saira Verlag, mittlerweile vergriffen, der sich ja auch Mitte der 80er Jahre gegründet hatte. Der im Unrat Verlag erschienene Reader »Wir sind die Guten« war ja auch mehr so etwas wie sich selbst an den Bauch fassen. Aber es sei mal auf eine Rezension hingewiesen. Auf der Seite vom Saira Verlag ist das auch noch zu finden. Patrick Hagen schrieb im Oktober in einer Rezension im Filtrat über das Buch Iris Neithardt, Willi Bischoff, »Wir sind die Guten, Antisemitismus in der radikalen Linken«, das vor allem ein Sammelsurium von Selbstdarstellung und Flugblätter sind. Daraus zitiert, Antisemitismus auf Antifa-Veranstaltungen zu thematisieren, sei nach den Erfahrungen der Autorin häufig auf Widerstände gestoßen. Als Erklärung dafür, dass der Antisemitismus in der Antifa fast nie ein Thema war und auch nicht werden sollte, sieht Tobias Ebrecht unter anderem die in der antifaschistischen Bewegung beliebten vereinfachten Faschismusanalysen, die sich in Parolen wie »Hinter dem Faschismus steht das Kapital« zeigt. Die Besonderheiten des Nationalsozialismus und mit ihnen der Antisemitismus gehen in dieser Analyse unter, so Ebrecht. Solche Vereinfachungen bergen die Gefahr von Verschwörungstheorien und der Personifizierung von Kapitalverhältnissen. Die Autoren kommen aus der autonomen Bewegung und so geraten einige Beiträge doch stark zur Nabelschau. Die Texte haben beispielsweise Überschriften wie Entdeckung und Erfahrung bei dem Versuch, Antisemitismus in den eigenen Kreisen zu enttabuisieren. Fragmente. Die Betroffenheit der Autoren gipfelt in Sätzen wie »Unser Antisemitismus ist nicht schlimmer oder harmloser als der anderer gesellschaftlicher Gruppen. Wir sollten uns mit unserem Antisemitismus jedoch besser auskennen.« Die Auseinandersetzung mit den Dritte Welt und vor allem Palästina-Solidaritätsgruppen findet in Form einer Collage statt. Hier sind Flugblätter und Texte dokumentiert, in denen Israel als faschistischer Staat bezeichnet wurde, die Vertreibung von Palästinensern als neuer Holocaust bezeichnet werden und zum Boykott israelischer Waren aufgerufen wird. Der Antizionismus lieferte für deutsche Linke häufig den Vorwand, ihren Hass auf Israel und die Jüdinnen ausleben zu können, so die Thesen der Autorinnen. Das kommt uns aus heutiger Zeit ja zum großen Teil dann auch sehr bekannt vor. Von Anfang an, schon in den 80er Jahren, neigten zunächst einmal nur Neonazis und Neurechte. Bezeichnet man schon die Linken, die genau diese Judenfeindschaft kritisierten, bemerkenswerterweise als Antideutsche. Bevor dann mit dem Anschluss der DDR an die BRD so etwas wie eine antideutsche Fraktion entstand, die unter anderem von Port und anderen Kritikern etwas gelernt hatten. Nicht also der Begriff Antideutsche war tatsächlich zunächst einmal von Neonazis und Neurechten aufgegriffen worden und die Selbstbezeichnung folgte dann erst später. Das erinnert so ein wenig an die Geschichte der Roten Fahne. Die Rote Fahne war ja eigentlich ein Signal, um auf Arbeiter zu schießen und die wurde dann zum Symbol für die Arbeiterbewegung. Also da steht dann auch die antideutsche Bewegung, wenn man sie so nennen will, in dieser Tradition. Mangels Neigung zur bei Linken üblichen Lagermentalität hatte ich genau von diesen Leuten einiges gelernt und meine Forschung auch in eine Richtung gelenkt, die gegen einen linken Antisemitismus sich versperrte. Ganz allein war man als Forscher dann nicht mehr, als zunehmend vielleicht auch unter Einfluss von Port,
eine Bewegung von Ideologiekritikern entstand, die zunächst als Fremdzuschreibung von extrem Rechten als antideutsch bezeichnet wurden, was zeitweilig dann von ihnen selbst in ironischer Weise umfunktioniert wurde. Die Forschung wurde dann ja auch gezwungen, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen, wobei selbst Forscher, die wie bei Heidi Berndt, mit der Intention, hinsichtlich des Antisemitismus in der Linken auch entlastende Momente einbeziehen wollte, dann zu dem für sich überraschenden Schluss kam, so Berndt jetzt, es war für mich überraschend, als ich feststellte, dass der linke Antisemitismus schon auf den ersten Höhepunkt der 68er-Bewegung virulent war. So Berndt in Linker Antisemitismus, April 2002. Worauf sich das möglicherweise bezogen hat, ist ein Aufsatz von Jean Amary, der ehrbare Antisemitismus. Der hatte nämlich allerdings auch das alles schon einschlägig kritisiert. Man kann das nachlesen im Zeitarchiv. Für die Linke, die damals schon auf dem Sprung war, von einer antiautoritären Bewegung zu einer autoritären zu werden, hätte das ein Schock sein müssen. Aber bis heute besteht ja aus verständlichen psychologischen Gründen eine gewisse Lernresistenz. Und als Vaterlandsverräter oder Antideutsch mögen sich ja diese Anti-Imperialisten ungern betiteln lassen. Schon gar nicht aber vom höchsten Stadium falschen Antikapitalismus abbringen lassen, den sie unter schwierigen Umständen gerade mal so gelernt haben. Und es ist ja nun schwieriger, es etwas, was völlig inkonsistent ist, zu lernen. Besser, sie hätten sich die linke Selbstkritik von Jean Amary zu eigen gemacht. Aus der sei da noch zitiert. Das klassische Phänomen des Antisemitismus nimmt aktuelle Gestalt an. Der Alte besteht weiter. Das nenne ich mir Koexistenz. Was war, das blieb und wird bleiben. Der krummnasige, krummbeinige Jude, der vor etwas, was sage ich, der vor allem davonläuft. So ist er auch zu sehen auf den Affichen und in den Pamphleten der arabischen Propaganda. An der angeblich braune Herren deutscher Muttersprache von einst wohl kaschiert hinter arabischen Namen mitkassieren sollen. Die neuen Vorstellungen aber taten auf die Szene gleich nach dem Sechstagekrieg und setzten langsamer Hand sich durch. Der israelische Unterdrücker, der mit dem ehrenden Tritt römischer Legionen friedliches palästinensisches Land zerstampft. Anti-Israelismus, Antizionismus in reinstem Vernehmen mit dem Antisemitismus von dazumal. Der ehrentretende Unterdrücker, Legionär und der krummbeinige Davonläufer stören einander nicht, wie sich endlich die Bilder gleichen. Doch neu ist in der Tat die Ansiedlung des als Anti-Israelismus sich gerierenden Antisemitismus auf der Linken. Einst war das der Sozialismus der dummen Kerle. Heute steht er im Begriff, ein integrierender Bestandteil des Sozialismus schlechthin zu werden, und so macht jeder Sozialist sich selber freien Willens zum dummen Kerl. Dies ist von der Natur der Sache her eine peinliche Angelegenheit, in der Tat. Gerade für eine Linke, die sich auch den Antifaschismus auf die rote Fahne geschrieben hat. Dass kein Unterschied von Faschismus und Nationalsozialismus gemacht wird, etwa den eines italienischen Normalfaschismus und des deutschen Radikalfaschismus, wie das ein Historiker mal nannte, den ich jetzt hier nicht erwähne, weil der Antisemitismus als konstitutives Element des Nationalsozialismus unterbelichtet war. Und auch die Zusammenarbeit von arabischen Antizionisten mit dem Nationalsozialismus verleugnet wird. All das ist etwas, was man nicht auf sich sitzen lassen möchte. Darum sucht man, um mit Lenin zu reden, nützliche Idioten. Vornehmlich die sich selbst hassenden Juden, die in der Geschichte des Judentums kein Novum sind. In der nächsten Sendung, in einem Monat, wird es daher darum gehen, die ansatzweise vorher schon diskutierte Frage des selbsthassenden Juden auf diese Problematik zu beziehen, um uns langsam der Frage zu nähern, warum es überhaupt so etwas wie linken Antisemitismus trotz und wegen Auschwitz auch im 21. Jahrhundert noch gibt, obwohl schon im 20. Jahrhundert immerhin die Chance bestand, dieses abzustellen.